Jan-Philipp Schöneseifen blickt nochmal auf die Uhr und pfeift die Partie jetzt an. Fortuna Köln stößt an, ganz in Rot im ersten Durchgang, von links nach rechts. Die Gäste austüren in Blau und Weiß, von rechts nach links. Dafür ist es zu zentral, um den Ball zu flanken. Stanilevic macht's, abgefälscht. Und übers Tor gibt die erste Ecke für die Fortuna. Und der erste nennenswerte Abschluss. Rodriguez Pires spielt eine Rolle bei einem anderen Spitzenklub, während Eik Mekan da Scholz ärgert. Aber Scholz sich im Laufduell den Ball zurückholt, wollte ich sagen. Aber final kann es noch nicht klären. Fesenmeier und Breuer. Simon Breuer, erster Abschluss für den ersten FC Düren. André Weiß ist da, muss auch da sein. Erste Ecke für die Gäste. Konnte sich da auch aufgrund von Verletzungen nicht durchsetzen. Jetzt in der Kölner Südstadt mit der Ecke. Aber die kommt nicht durch. Und jetzt könnte Düren kontern. Simon Breuer hat links Eik Bekan und rechts Fesenmeier. 3 gegen 3, wenn sie es schnell machen. Er wartet auf Romeo Eik Bekan. Eik Bekan mit dem Abschluss, aber zu zentral in die Arme von André Weiß. Die haben es schnell ausgespielt, aber dann doch zu ungenau, dass es nicht so richtig brenzlig wurde in dieser Szene. Und der Bali. Guter Pass auf Matta, der hat der Vielraum. Henry Matta. Henry Matta sucht den Abschluss. Theissen muss klatschen lassen. Und das 1:0 für Fortuna Köln. Leon Demey, 30. Spielminute. Erster Treffer für ihn in der laufenden Pokalsaison. Und das war natürlich kinderleicht für ihn. Matta, der vorher den Abschluss hat, der sich da gut den Raum verschafft, und Theissen kann nur klatschen lassen. Natürlich nicht optimal, dass er den so nach vorn abklatschen lässt, und dann steht die Nummer 9, wo eine Nummer 9 stehen muss, schaltet am schnellsten und bringt die Fortuna hier in Führung. Ja, Winke rutscht ab beim langen Schlag. Mike Bekan kämpft da, aber noch ohne Ertrag. Oh, und jetzt gibt es da eine kleine Rudelbildung. Ernst ist da mit dem Verhalten von Eichbecker nicht zufrieden und schubst ihn da mal. Ja, Routinier gegen Jugend, aber es ist eher der Routinier, der hier aufgebracht ist. Und jetzt geht es da doch ein bisschen mehr hin und her. Jetzt sind ganz viele beteiligt. Da hat jemand einen abbekommen und geht zu Boden. Das müsste Lanius gewesen sein. Eik Bekan. Geimer geht zu Boden. Und das Foul kam von Dominik Ernst. Und das ist somit die gelb-rote Karte gegen den Rechtsverteidiger, trifft ihn da. Er hatte wegen der Rudelbildung im ersten Durchgang mit Eik Bekan die gelbe Karte gesehen. Und hier steigt er dem eben eingewechselten Vincent Geimer auf die Wade. Und somit muss Fortuna Köln mindestens mal den großen Teil der zweiten Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Und die Überzahl bringt natürlich ein neues Spannungselement rein. Der erste Freistoß bringt fürs Erste noch nichts. Geimer aber mit dem Abschluss aufs kurze Eck. Weiß nicht ganz sicher. Und dann wird Eguli da getroffen. Es gibt die Ecke für die Dürener. Der Bali den Tick zu hoch für Henry Matta. Und Geimer mit dem Spielchen. Und das geht schief. Leichter Ballverlust von Eguli. Demey mit dem Abschluss wird geblockt. Das ist fahrlässig verteidigt. Breuer Richtung Eik Bekan. Fahne bleibt unten, da kommt dann der Ball. Und das ist der Ausgleich. 59. Spielminute. Romeo Eik Bekan hatte da noch Kontakt mit Weiß, der bleibt liegen, aber Schöneseifen zeigt an, es war alles in Ordnung, es war kein Abseits, und dann ist der Ball im Tor zum 1:1 durch den Mann, der doppelt getroffen hat als Joker
gegen Wegberg. Er kann es auch aus der Startelf. Erster Treffer für ihn in dieser Pokalsaison. Alles wieder auf Anfang. Schwierig. Da liegt auch einer hinter der Mauer für die flache Variante. Aber eigentlich muss man ihn einfach irgendwo, wo eine Lücke ist, draufknallen. Ganz viele stehen bereit. Matuschik, Geimer macht's. Geimer auf Weiß. Der lässt den klatschen. Aber kommt raus und hat den. Und die Dürner immer noch bei Hanafi. Hanafi kommt zu stoppen, legt ihn raus, rechts raus zu Popovic. Was für eine Bude von Julian Popovic. Dürren dreht das Spiel und den nagelt er aber sowas von in den Winkel, ins lange Eck. André Weiß kann gar nichts machen. Und Julian Popovic bringt Dürren hier in Führung. Und das aber auf traumhafte Art und Weise. Hat erst einmal getroffen überhaupt in dieser Saison. Das war zu Hause gegen Wegberg und jetzt erstmal zum Pokal. Und wie bitte, was für ein schöner Treffer. Geht natürlich direkt vorne mit rein. Nicht nur für die Standardsituation, der Freistoß ist aber zu flach. Und Fesenmeier möchte kontern. Und er hat viel Tempo, legt sich den Ball aber zu weit vor. Der Bali macht das gut und spielt einen super Pass auf Dominik Lanius. Der ist mit aufgerückt. Lanius, erster Kontakt nicht optimal. Starke Grätsche von Peter Lela. Hanafi und Geimer versuchen den Ball nach vorne zu bekommen. Fesenmeier und Hanafi mit Tempo kommt da angelaufen, versucht Breuer in Szene zu setzen. Breuer und Popovic gehen hin. Breuer kommt hin. Breuer mit dem 3:1. Der knallt den Ball auch noch in den Winkel und es riecht nach Vorentscheidung im Südstadion. 84. Spielminute. Simon Breuer trifft erstmals für den ersten FC Düren. Er trifft erstmals überhaupt im Seniorenbereich und das auch wunderbar. Knallt den Ball da in den Winkel. André Weiß kann nur hinterher schauen. Und das ist dann der Konter, der wohl die Pokalträume von Fortuna Köln beendet in dieser Saison. Die Fortuna hat das hier noch zu drehen. Matta macht das technisch wertvoll über Matuschik. Batterillo kommt vorbei an Popovic. Immer noch Batterillo, bekommt den Ball auch in die Mitte. Und Henry Matta muss hier eigentlich für den Anschlusstreffer sorgen. Es gibt nochmal einen Abstoß, aber ob André Weiß den nochmal ausführt, ist fraglich, denn die Nachspielzeit ist abgelaufen und Jan-Philipp Schöne-Seifen pfeift auf die Sekunde genau ab. Der erste FC Düren zieht ein ins Halbfinale des Mittelrhein-Pokals. Herzlichen Glückwunsch durch einen 3:1 Erfolg bei Fortuna Köln. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.